Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Immer noch sind wir im Unabhängigkeitskrieg und wir haben uns nur um den Süden des Heiligen Römischen Reichs gekümmert in den letzten zwei Folgen und haben kaum den Blick abgewendet vom heißen Gefecht, was hier unten tobt. Und als ich nach der letzten Folge einen kleinen Blick auf das gesamte Reich warf, da sah ich dies. Es gibt jetzt Meißen. Meißen wurde gegründet und Meißen hat einen großen Teil des Heiligen Römischen Reichs vereinnahmt. Das gefällt uns gar nicht. Paul wollte hier den Süden verteidigen gegen die Unabhängigkeitsfraktion und jetzt ist ihm das fast gelungen, aber währenddessen wurde der Norden quasi heimgesucht durch Meißen. Auch Stade hat sich offensichtlich selbstständig gemacht und noch kleinere Flecken, die sind hier entstanden. Das gehörte alles mal zum Heiligen Römischen Reich. Das heißt also, wir sind fast schon erfolgreich mit dem Unabhängigkeitskrieg, aber leider ist der Norden jetzt halb aufgefuttert und darum müssen wir uns nach dem Krieg unbedingt kümmern. Ja, aber zuerst zurück zu unserem Krieg. Wir sind hier immer noch mit unseren Truppen und müssen jetzt mal sehen, dass wir nicht mehr so verfolgt werden von den Gegnern, denn wir sind absolut nicht mehr wehrfähig. Wir haben nicht mehr genug Truppen auf der Hand, um uns dagegen zu wehren. Die sind uns hoffnungslos überlegen mit 17.000 Mann auf jeden Fall. Und da kommen hier und da bestimmt noch ein paar dazu. Das heißt also, wir sollten schleunigst weiter flüchten. Überall toben hier kleine Kämpfe und Kriege. Ich bin gespannt, was uns erwartet nach diesem Krieg. Aber jetzt wollen wir den erstmal zu Ende führen. Wir sind bei 87% plus, wohlgemerkt. Das heißt, wir haben uns bis jetzt ganz gut verkauft, obwohl wir sehr unterlegen waren am Anfang. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir weitermachen. Im Moment ist das Ziel das Herzogtum von Verona. Und ich bin am Überlegen, ob es denn klug ist, da wirklich hinzuziehen. Die werden uns hier den Weg wieder abschneiden. Deswegen habe ich mir so überlegt, werden wir hier wieder Richtung Baronie von Mailand ziehen und werden hoffen, dass wir sie so abhängen können. Gleichzeitig werde ich unsere Trupps hier, beziehungsweise unseren Johanniterorden, das erste Mal in die Schlacht rufen. Die werden sich jetzt an unserem Sammelpunkt sammeln, so wie das auch sich gehört. Und wir werden dann von hier aus ebenfalls in die Richtung von Mailand ziehen. Allerdings machen wir hier erstmal mit den Leuten im Herzogtum von Genua Halt und werden da belagern. Das wäre der Johanniterorden. So, dann haben wir noch viel, viel Gold eingesammelt und wir können jetzt natürlich auch nochmal überlegen, ob wir Söldner anheuern. Das kostet natürlich eine ganze Stange Geld. Wir brauchen ja auch einige. Und wenn wir hier mal so runter gucken, müssen wir mal sehen, was sich da so lohnt. Für 598 hätten wir den schwäbischen Trupp, der besteht aus 2652 Mann. Und auch den werde ich, glaube ich, hier mal anwerben. Der wird jetzt mit nach Genua marschieren und die werden sich dann da sammeln und zusammen belagern, während der andere Trupp, wie gesagt, hier nach Mailand zieht. Die könnten sich dann zusammenschließen oder getrennt voneinander die restlichen Städte belagern. Wir sind ja gar nicht so weit vom Sieg entfernt. Wir müssen nur aufpassen, dass der Gegner uns hier nicht erwischt. Allgegenwärtig, Bier ist mir ein fortwährender Dorn im Auge. Die lüsterne Frau zeigt sich in der Öffentlichkeit immer demütig, nur um mir bei jeder Gelegenheit dann in den Rücken zu fallen. Das verursacht 40 Anspannung bei Paul. Die alte Grätztante geht ihm wirklich auf die Nüsse. Um das mal so deutlich zu sagen, hier werden jetzt die Verfolger aufgehalten, das ist sehr gut. Und ich hoffe, dass diese nervige Frau Paul nicht mehr allzu lange auf den Keks geht, denn die sah schon etwas älter aus und vielleicht ist sie ja auch bald nicht mehr unter uns, obwohl man sowas ja niemandem wünschen soll.
Okay, die erste Belagerung hat hier angefangen. Da brauchen wir 3 Monate. Der zweite Trupp ist jetzt unterwegs nach Mailand und fast da. Wir gucken mal. Ja, super, die werden immer noch aufgehalten. Alles kloppt sich miteinander. Aber ich schätze mal, jetzt werden sie die Verfolgung wieder aufnehmen. Hier brauchen wir jetzt auch 3 Monate. Die sind aber schon wieder unterwegs zu uns. Das heißt, wir flüchten weiter. Die Frage ist nur, wohin? Die sollen mal in Ruhe belagern. Wir werden jetzt hier einfach mal die Runde machen. Erst geht's zur Baronie von Turin und dann marschieren wir wieder weiter Richtung Bern in der Hoffnung, dass wir sie hier einmal um den Pudding führen und die hier in Ruhe belagern können. Das ist der Plan. Wir lenken also die 17.000 und einen Keks Soldaten ab. Hoffe ich jedenfalls. Ja, und dann gucken wir mal, ob die Belagerung schon reicht, um zu gewinnen. Könnte ja sein, wir sind jetzt bei 86%, wie gesagt. Das ist nicht verkehrt. Jetzt gucke ich mal gerade, wohin gehen die? Die scheinen hierher zu gehen. Aber wir sind auch fertig jetzt. Wir haben 91%. Und jetzt kommt es drauf an, jetzt müssen wir natürlich gut reagieren. Mit denen, nee, nicht mit denen, immer die falschen ausgewählt. Wir werden jetzt mit dem Trupp, der mit Belagern fertig ist, in die Stadt von Ancona marschieren und dann mal gucken, welche Baronie wir da belagern. Ein Attentat. Ich wollte gerade in das leckerste Stück Ente beißen, das ich je gesehen hatte, als einer meiner Diener umkippte und sich den Hals hielt. Er hatte sich ein Stück meiner Mahlzeit einverleibt. Immerhin war mir dies eine Warnung, den Vogel nicht anzurühren, und er wurde zugleich umgehend für sein Verbrechen bestraft. Das war zweifellos, oh mein Gott, das Werk von Prinz Fiete, diesem ruchlosen Schwein. Das ist ja unglaublich. Fiete hat versucht, Paul um die Ecke zu bringen. Das sind Brüder und sie hassen sich wie die Pest. Ich weiß gar nicht warum, also Paul eigentlich weniger als andersrum. Prinz Fiete ist, der ist echt schlecht drauf. Ich glaube, er nimmt Paul immer noch übel, dass Paul der Thronfolger geworden ist, und er schwört einfach Rache. Ja, und jetzt ist natürlich alles zu spät. Jetzt erhält Paul 2 Jahre lang auf der Hut, verliert aber 100 Meinungen von Fiete. Das kann man natürlich auch nachvollziehen. Und das ist natürlich keine schöne Entwicklung. Wir müssen wirklich sehen, was daraus noch werden soll. Jetzt sagt Paul jedenfalls erstmal, das wird er noch bereuen. Ja, ich hoffe, es endet nicht wie bei Kain und Abel im Brudermord. Rivalen überlebt. Als mein Kerkermeister mir die frohe Kunde überbrachte, konnte ich es kaum glauben. Mein Rivale Arnbjörn ist in meinem Kerker verstorben. Ich kann es kaum fassen, dass ich endlich in einer Welt ohne diesen Mistkäfer leben darf und dass es am Ende allein mein Verdienst war. Ich bin so glücklich, dass ich tanzen könnte. Okay, Paul ist wieder oben auf. Er ist verstorben hier an Unterernährung. Oh Mensch, Paul, das ist aber auch nicht so nett. Ja, auf seinem Grab tanzt jetzt Paul herum. Und das ist erstaunlich, dafür erhält er auch noch 150 Prestige und verliert mal gerade 60 Anspannung. Das ist richtig viel. Okay. Es wird hier immer unfreundlicher. Ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Aber gut. Paul entwickelt sich, nun ja, wie soll ich sagen, etwas unfreundlicher, als ich das erwartet hätte. So, und unsere Verfolger sind immer noch dabei, hier Terz zu machen. Das nervt, aber wir locken sie immerhin von den anderen weg, die jetzt wahrscheinlich da hinten schon belagern. Ist das so? Wo sind sie denn hin? Oh, hier wird sich gekloppt. Hier wird sich gekloppt. Das ist eine andere Entwicklung, als ich das erwartet hätte. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die hier heil, ja, irgendwie wegbringen. Denn das ist nicht gut. Wir gehen erstmal in die allerletzte Baronie und gucken mal, die kommen uns aber hinterher. Nee, das machen wir nicht. Wir marschieren hier hin. Und dann
gehen wir aufs Wasser. Ja, und ich hoffe, die sind wirklich jetzt nicht schnell genug und folgen uns vor allem nicht aufs Wasser. Das wäre fatal. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier zur Schlacht kommt, und doch, es kommt zur Schlacht. 96% haben wir jetzt. Oh, das geht nicht gut aus. 97%, 91%, weil wir die Schlacht grandios verloren haben. Schlecht ist das. Ganz, ganz schlecht. Im Rat sieht es auch nicht gut aus. Unser Ratspitzel hat sich verabsentiert. Gunzelin wurde erschlagen. Komplott wurde aufgegeben gegen Paul. Das ist natürlich gut. Ja, und jetzt müssen wir mal sehen, wen nehmen wir als Ratspitzel? Haben wir da noch was Gutes? Wir hätten hier Herzog Berengar, der uns auch gewogen ist. Ja gut, den nehmen wir dann auch. Und jetzt müssen wir natürlich mal sehen, haben wir jetzt gar keine Truppen mehr? Wir haben hier noch eine Armee, die sich bitteschön wo befindet? Das müssen wir mal eruieren kurz. Aha, da laufen noch 1000 Mann herum. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wenig. Wir werden mal versuchen, hier die Baronie von Zollern zu belagern. Und ich hoffe mal, das reicht für die letzten Prozente. Der Gegner ist relativ weit weg. Das ist natürlich super. Wir sind jetzt wieder bei 92%. Die Erinnerungen bleiben. Oh nein, unser Freund Herzog Rudolf von Bayern ist dahingeschieden. Er starb an den Folgen seiner schlechten Verfassung im Alter von 53 Jahren. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig, zumal uns jetzt ein lieber Freund verloren geht, der auch noch einen leeren Ratsplatz hinterlässt. Das war nämlich unser Ratskanzler. Und die Stelle müssen wir natürlich auch wieder füllen. Wir könnten überlegen, die Königin Hedwika von Böhmen da hinzubuxieren. Die Frage ist nur, weiß sie das zu schätzen? Das ist in der Tat die Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das zu schätzen weiß. Wir versuchen es mal. Tatsächlich, von minus 100 ist sie auf minus 78 runter. Das geht erstmal klar so. Und wir machen weiter mit der Belagerung. Wir machen mal einen Tick schneller. Im Moment ist der Feind ja, zwar in unsere Richtung unterwegs, aber noch weit weg. Das ist gut. Wir brauchen aber auch noch 3 Monate jetzt, bis wir zu Ende belagert haben. Das ist eine lange Zeit. Und Laurenz ist erwachsen. Er hat immer noch seine doofen Locken. Das kann ich auf den Tod nicht leiden. Ja, und er hat jetzt welche Eigenschaft bekommen? Knauseriger Buchhalter. Das wäre besser gegangen. Der hat wirklich nicht alles gegeben. Laurenz, ich weiß ja nicht, was wir mit dir als Thronfolger noch erleben werden. Jetzt ist er jedenfalls maßvoll, ehrgeizig und gefühllos und ein knauseriger Buchhalter. Okay, und er hat blöde Locken. Ich mag ja keine Locken. Habe ich das schon erwähnt? Ich mag keine Locken. Es ist einfach so. Ich mag keine Lockeneier. Aber da kann ja nun Laurenz auch nichts für. Da muss ich wohl irgendwie durch. Oder ich lasse ihn umbringen und dann bin ich die Locken los. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so der beste Plan ist. 98% haben wir, 99% schon. Und Gosschalk ist uns inzwischen so sehr gewogen, dass wir tatsächlich jetzt mal erwägen können, einen anderen Vasallen zu beeinflussen. Ich schlage vor, wir nehmen Herzog Arnulf III. Von Flandern mal wieder. Der ist irgendwie immer schlecht drauf. Das ist ein alter Miesepeter. Naja, vielleicht wird es mit dem ja nochmal irgendwas. Und wir haben gleich den Krieg. Jetzt haben wir ihn gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Paul. Dein erster Krieg, den du gewonnen hast, das war eine großartige Leistung. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, trotzdem uns Meißen hier oben total überrumpelt hat, du hast aber den kompletten Süden dafür gerettet. Das ließ sich, glaube ich, auch nicht viel besser lösen, als du es versucht hast. Und damit lobe ich mich auch mal gleich ein bisschen selbst. Nein, das war natürlich Paul. Und der hat seine Sache schon für so einen jungen Kaiser ganz gut gemacht. Okay, wir werden jetzt die Forderungen erzwingen. Wir werden jetzt, was kriegen wir denn dafür? 24 Schrecken erhalten. Das lohnt sich, das ist sehr gut. Vielleicht wird
Paul jetzt auch mal ein bisschen ernster genommen und 150 Prestige gibt's obendrauf. Wir können jetzt auch so ein bisschen einkerkern hier. Das ist nicht schlecht. Mal gucken, was wir mit denen machen. Die sind uns bestimmt noch irgendwie nützlich. Und ja, dann legen wir mal los. Sagen, so sei es. Gehen eine Stufe mit der Schnelligkeit runter. Lösen alle Truppen auf. Und ja, dann werden wir jetzt mal gucken, was wir hier jetzt alles vorfinden. Das ist natürlich ein starkes Stück, ne? Also mal ganz ehrlich, hier hat sich wirklich viel getan. Also, dass die Stade hier eingenommen haben, das ist Frevel. Das geht mal gar nicht. Das liegt direkt an Hamburg. Der muss weg. Der Graf Varinechin von Stade, der 35-Jährige, der rachsüchtig ist, bescheiden, unzufrieden. Ich weiß nicht, so zufrieden wird er bald nicht mehr sein. Wir werden versuchen, ihm demnächst den Krieg zu erklären. Und ich überlege gerade, wie können wir es am besten machen? Wir werden es vielleicht nicht gleich machen, aber zum Beispiel mit dem de jure Herzogtum könnten wir Bremen, Minden und Oldenburg gleichzeitig zurückerobern. Das wäre doch schon mal gut. Oder wir machen einen Religionskrieg, das würde ich aber nicht empfehlen, denn dann haben wir den Rest der Katharer auch noch gegen uns. Ich überlege, ob wir das jetzt gleich machen. Nein, wir räumen erstmal auf, wir überlegen uns das in Ruhe. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass mir das natürlich ein extremer Dorn im Auge ist. Und wir gucken uns natürlich auch mal gleich Meißen an. Und dabei fällt mir Polen auf. Guckt euch das mal an. Wir haben hier tatsächlich zwei Grafschaften. Und das ist ganz Polen. Ganz Polen besteht jetzt aus zwei auch noch getrennt voneinander liegenden Grafschaften. Schweden hat sich auch sehr ausgebreitet hier. Das müssen wir auch unterbinden. Aber zuerst müssen wir natürlich das Herzogtum von Meißen niederreißen. Das reimt sich so schön, deswegen ist das wichtig. Und ja, dann gucke ich mal, wie könnten wir es hier tun? Ich möchte natürlich so viel wie möglich auf einmal erobern. Und ich möchte gleichzeitig auch einen Religionskrieg eigentlich vermeiden. Das würde sich auch gar nicht lohnen. Meißen wird ein Problem. Meißen wird ein Problem, das sehen wir schon. Ich schätze mal, Paul wird als nächstes sich hier mal Stade zurückholen. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns mal an, was hier abgeht. Das Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Das ist jetzt von Belang. Das war es vorher nicht, weil durch einen Bug diese Meldung auch kam, wenn man die hohe Lehnsautorität hatte. Wir haben jetzt aber durch die ganzen Zugaben und Zugeständnisse, die Paul machen musste, nur noch die autonomen Vasallen hier, das heißt die ganz niedrige Lehnsautorität. Ja, und jetzt müssen wir uns hierum tatsächlich kümmern. Das werden wir natürlich auch tun zu gegebener Zeit. Wir können Vasallen an den rechtmäßigen Lehnsherrn übertragen. Auch das muss sich Paul überlegen. Und wir können Zahlungen einfordern. Da gucken wir mal schnell rein. Das ist Paul zu wenig. Und die laufenden Wahlen, wie sieht das jetzt hier aus? Laurenz ist wieder auf Platz 1, der ist jetzt erwachsen. Der ist natürlich so in der Erwachsenenform beliebter als noch als kleiner Junge. Den hat natürlich vorher keiner ernst genommen. Okay, was können wir hier noch tun? Gefangener kann Lösegeld erbringen. Da haben wir jetzt natürlich viele. Und ich gucke die mal ganz grob durch. Der zahlt mir noch zu wenig. Mathilda gibt 215, die Kleine hier, das nehmen wir natürlich an. Und ja, das waren die Zahlungen, die wir eben schon hatten. Und das war's dann auch schon. Das mit Gunzelin, wisst ihr, das ist eine Fehlmeldung, es sei denn, nee, er wäre jetzt auch in Hamburg wie seine kleine Schwester, ist er aber nicht. Das ist ein Bug, wie gesagt, der muss da leider bleiben. Wir haben hier noch als Gefangene Frutari. 141 könnte er zahlen. Das ist ein Graf, das überlege ich mir noch. Ein Vasall. Ja, das sind alles Vasallen hier. Da muss ich mir überlegen, was ich mit denen mache. Das werden wir auch heute nicht mehr entscheiden. Okay, das
wäre das. Wir können aber noch mal gucken, ob wir hier jemanden einkerkern können, der sich irgendwie von den Prozenten her lohnt. Wir gehen mal, ja, 100 nehmen wir natürlich mit. Wir gehen mal auf alles los, was über 70 ist, würde ich sagen. Ich lasse kurz laufen, damit wir weiter einkerkern können. Und guck hier mal, ob wir Lösegeld kriegen. Da gibt es keins, die bleibt erstmal drin. Wo waren wir beim Einkerkern? Hier ungefähr. Das lohnt sich alles nicht, aber sie hier, Rudelinda, ist als nächstes dran. Okay, das war die, die wir schon hatten. Hier gibt es vielleicht Lösegeld. Ja, wunderbar. 215, das fordern wir. Dann kann sie raus. Und wir haben Bertegund, Antonia, Euphemia. Hübsche Namen sind das. Prinz Fiete. Ja, da müssen wir uns auch noch überlegen, ob wir den tatsächlich angreifen. Der hat 1505 Truppen im Moment. Das können wir uns, glaube ich, ganz gut leisten. Wir haben allerdings auch nicht mehr viele. Die müssen erstmal wieder aufstocken. Aber für Fiete würde es reichen. Ich müsste mir dann überlegen mit Paul zusammen, was wir mit dem machen. Das ist natürlich ein besonderer Fall. Das ist immerhin Pauls Bruder. Und ja, ich glaube, die Abneigung beruht ganz auf Fietes Seite. Das ist wirklich eine Sache, die von Fiete ausgeht. Paul mag ihn doch eigentlich. Ach, ich möchte da eigentlich gar keinen Zwist, aber nun ja. Man kann es sich nicht aussuchen, wohin das Ganze schließlich führt. Das werden wir sehen. Jetzt kerkern wir als letztes noch die Bürgermeisterin ein. Und dann war's das. Hier gibt es kein Lösegeld. Wir warten jetzt die letzte noch ab. Und Herzog Botolf soll ausgelöst werden. Das ist schön. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Wir werden ihm sicherlich erstmal versuchen, Titel abzunehmen. Mal gucken, ob das alles klappt. Das werden wir noch eruieren. Der bleibt erstmal schön drin. So ja nun nicht. Die letzte im Bunde ist eingekerkert. Wir gucken uns das mit dem Lösegeld an. Die hat auch noch nicht genug. Die lassen wir erstmal drin. Ja, und dann würde ich meinen, war es das für heute. Immerhin ist der Unabhängigkeitskrieg erfolgreich zu Ende geführt worden, aber das Heilige Römische Reich sieht jetzt extrem gespalten aus. Wenn wir Meißen zurückgewinnen könnten, wäre das schon eine ganze Runde besser. Stade ist natürlich ein Muss, das geht überhaupt nicht, dass die Provinzen hier fremdbestimmt werden. Und ja, der Rest hier unten, der ist ja so ungefähr so, wie er auch mal war. Aber hier oben im Norden, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Das werden wir natürlich auch in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann und tschüss!